Hallo, ich bin's Ilona und das ist Laura. Hi. Meine ältere Schwester, also wir sind keine Zwillinge, aber Geschwister. Und deswegen gibt es heute von uns einen Sister-Style-Swap. Das heißt, wir haben heute einfach mal so unseren Style umgetauscht. Das heißt, die Haare, das Make-up und auch das Oberteil. Das heißt, in diesem Video seht ihr, wie Laura mich in den Laura-Style gebracht hat, und auf ihrem Kanal, in ihrem Video, seht ihr dann, wie ich sie zu Ilona umgestylt habe. Also schaut da auf jeden Fall nochmal am Ende des Videos vorbei. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. Also ich fange an mit einem Primer, um Ilonas Haut aufs Make-up vorzubereiten. Macht eine schön glowige Haut, ich liebe das. Ja, mach mal so. Na, so. Und ein bisschen am Hals. Das ist kitzelig. Und jetzt mache ich weiter mit einer Foundation. Ilona trägt ja nie Foundation. Aber ich schon, deswegen. Und ich trage die mit einem Beauty Blender auf. Den habe ich eben schon nass gemacht und ich warte dann immer so ein bisschen, bis der schön riesig wird. Jetzt mache ich weiter mit einem Concealer und der ist relativ hell. Ich mag das nämlich gerne, wenn man so stark highlightet, und da mache ich hier so schon viel unter das Auge. Auf die Nase. Und noch aufs Kinn. Die Concealerstellen pudere ich jetzt ab mit einem hellen Puder. Machen wir weiter mit den Augenbrauen. Die bürste ich als erstes einmal durch. Jetzt nehme ich die Anastasia Deep Brow Pomade in der Farbe Ebony, die eigentlich wahrscheinlich Ilona viel zu dunkel ist, aber ich versuche die einfach leicht aufzutragen und so weiter, damit du nicht schwarze Edding-Augenbrauen bekommst. Und jetzt gebe ich noch ein Augenbrauengel drüber. Ich mag das einfach gerne. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt so einen riesigen Effekt macht. So, ich tusche jetzt erst einmal kurz deine Wimpern. Das ist einfach nur, weil wir gleich falsche Wimpern auftragen. Also nur ein ganz bisschen. Du bist ja richtig dreckig! Okay, mein Mean Girl Outfit! Mit Augen sind wir fertig und jetzt machen wir weiter mit Kontur. Dann nehme ich diesen Pinsel für. Jetzt kommt als nächstes Rouge. Das mag ich auch ganz gerne. Ich nehme da halt eins, was relativ konturähnlich aussieht. Jetzt kommt Highlighter. Ein schöner goldener. Thank you.
die Nasenspitze. Cupid's Bow. Man kann einfach Lippenherz. So. Ah, Lippenherz heißt das, ne? Ja, ich weiß, ich vergesse es immer. Bisschen ans Kinn. Mach mal die Augen zu. Jetzt kommt als Finish ein Make-up Setting Spray. Und jetzt trage ich einen Lip Liner auf. Ach, ich weiß irgendwie nicht, wie soll ich das machen. So am besten. Jetzt trage ich den Lip Liner auf. Das ist so ein schöner braun, nude, rosa Ton. Dann kommt Lip Liner. Lip Liner. Lippenbalsam. Ja, schon richtig. Jetzt mach ganz viel so. Und wir sind fertig mit dem Make-up. Ilona, du hast mein Make-up drauf. Wie fühlst du dich? Jetzt kommen die Haare. Meine typische Frisur. Ich habe jetzt Ilona einen Mittelscheitel gemacht. Denn meine Frisur, die ich ungefähr immer trage, sind diese Dutch Braid, Snoop Dogg, Boxer, Zöpfe oder wie nennen die manche noch, Bauernzöpfe. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Manche auch Kim Kardashian oder so. Und ich habe sowas noch nie getragen, also mal schauen. Werden wir sehen, wie es Ilona steht. Ich bin eine Kardashian. Oh, hallo. Normie! Ach, Normie! Jetzt musst du mir noch deinen Pulli geben. Welchen denn? Weiß ich nicht, welcher ist so richtig Laura. Und fertig sind wir. Das ist Laura. Ich sehe wirklich so aus wie du warst. Also, aber ich lächle doch zwischendurch. Also ich mag die Haare gerne. Ja. Ich finde den Pulli an sich gar nicht so schlecht. So würde man mir den Pulli schenken, würde ich ihn tragen. Mhm. Weißt du? Ich finde die Augenbrauen schön. Ich finde das Gesicht ist gut. Ich finde vielleicht die Kontur ein bisschen zu stark. Aber der Highlighter ist hübsch. Die Lippen sind auch ganz gut. Ich mag nur nicht so gerne, dass Laura mir nicht die unteren Wimpern getuscht hat. Ja, das ist aber so sonst finde ich das ist nice. Das kritisieren auch oft Leute an mir, dass ich meine unteren Wimpern nicht tusche, aber ich finde es einfach hässlich. Und was sagt ihr, wie habe ich Ilona umgestylt? Gefällt es euch? Sieht sie jetzt aus wie ich? Steht es ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und hinterlasst einen Daumen hoch! Ihr könnt uns gerne einen Daumen hoch hinterlassen, wenn ihr weitere Videos von uns zusammen sehen möchtet. Wir drehen irgendwie voll selten zusammen Videos. Ja, ne? Dabei sind wir immer zusammen zu Hause und könnten was für euch drehen. Und ich verlinke euch jetzt hier auf ihrem Kopf das Video, wo ich Laura zu Ilona umgestylt habe. Es ist aber auch in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr auch draufklicken. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Tschüss. Tschüss.